Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 hier auf der Karte Gamsting. Ja, ich wollte ihn hier gerade wieder laufen lassen und habe jetzt aus Versehen die Taste hochgedrückt, warum auch immer. Und ich wäre nicht so schlimm, aber ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir denn hier sehen? Das war das Gerste oder was, ne? Ich meine, ich wollte Gerste. Ich habe da jetzt eigentlich ein Stück Rüben und ein Stück. Reden wir nicht drüber. So. Gehen wir mal zu Gerste. Ich verstehe die ganzen Saatsachen hier gar nicht, was das alles soll. Okay. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Weil er hier nämlich den Dings falsch setzt, ne? Was war das nochmal für eine Taste? Spurreißer Y. Aber er wird jetzt wahrscheinlich eh einen Zaun, oder? Ne? Dafür hängt der andere im Zaun. Also ich muss den Kurs jetzt eh gleich mal neu gestalten und den mal kurz entlassen. Ach nee, Quatsch, der macht's ja doch richtig. Ich hab falsch gedacht. Nee, jetzt macht das richtig. Ja, läuft wieder. Gut. Vielleicht komme ich ja doch durch. Wir hatten hier ein bisschen Holz gesägt mit diesem Spielzeuganhänger und ich habe gesagt, hey Tom, das ist doch eher was für eine Oldtimer-Karte. Aber ja, doch, da habt ihr schon recht, weil ich habe auch nämlich eine Mod runtergeladen. Die zeige ich euch jetzt mal. Finde ich ganz interessant. Müssen wir aber nicht immer nutzen. Oder vielleicht können wir es ja dann auch mal zwischendurch mal selbst beladen, weil die hat nämlich hier so ein Auto-Dingsbums. Und das Ding würde ich jetzt echt mal kaufen, weil das ist echt sinnvoll. Gerade wenn wir mal in Zeitstress sind, dann können wir sagen, okay, wir laden jetzt mal anders auf. Tja, da würde ich fast sagen, der Kleine kann wieder weg. Oder? Doch, machen wir so. Der Kleine kommt jetzt. Oder laden wir jetzt da ein bisschen Holz auf, wenn wir jetzt hier eh schon stehen. Könnten wir nicht immer machen. Warte mal, wo ist mein Holz? Ich habe ja eh schon kleine Stücke gesägt. Ich kann ja mal gucken, was drauf, ob das da drauf passt. Warte mal. Ich würde aber nochmal die Kurtflügel hier abbauen. Nee, der muss dran. Ist jetzt nur die Tür. Okay, ach egal. Doch, der muss ab und Handbremse muss raus. Dann würde ich jetzt hier nochmal die Türen aufmachen oder vielmehr. Der ist ja nur geliehen, ne? Also müssen wir mal gucken. Ich hatte jetzt eigentlich schon einen anderen Traktor noch im Auge, ein bisschen was moderneres, den man auch für einen Forst nehmen kann, der auch so Forstbügel hat und so, hatte ich gesehen beim Modhoster. Und wenn ihr den auch gerade vor kurzem erst runtergeladen habt, dann könnt ihr mir gerne mal den Link reinposten, weil ich habe das Ding nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß blöderweise auch nicht, welche Marke das war. Echt ärgerlich, weil der sah wirklich gut aus. Na, das wird hier was mit den kleinen Dingern hier. Jetzt hier schon Allrad reinhauen. Na, das habe ich auch viel zu kurz das Ganze gemacht. Ach, weißt du was? Nee, komm. Ja, schmeißen noch um. Ah. Dann bringen wir wieder zurück. So. Ich glaube, wir könnten auch hier lang fahren. Ist das richtig? Hupe geht. Zum Forst. Zum Forst. Zum. Na, nee, es wäre schon ein bisschen umständlich, das Ganze, ne? Ich glaube. Wir sollten doch zurückfahren. Fahren wir hier vorne über die Lichtung. Ich meine, wir könnten den. Oh, nee. Nee, es macht echt keinen Sinn. Dann nehmen wir wirklich für. Falls wir mal irgendwann irgendwie eine Oldtimer-Karte spielen, warum auch immer.
Irgendjemand sagte von euch, hey, Tom, da kommt was. Das wäre bestimmt interessant. Ich bin da ja immer offen für sowas. Warte mal. Ich finde es ein bisschen doof, dass man hier die Straßen nicht so astrein sieht, ne? Hier hätten wir ja die andere Halle. Also ich meine, wir sind doch letztes Mal von hier gekommen. Durch jetzt eine kleine Irrfahrt, ich hoffe. Doch, da unten durch die Unterführung müssen wir durch. Und jetzt haben beide durchdrehende Reifen, ja. Ich komme gleich gucken. Na, zumindest lösen sie sich ja zum Teil wieder, ne? Aber auf Dauer ist das ja nur nervig. Kommen wir auch gleich an dem Feld vorbei. So, und er hängt jetzt hier vorne. Ich weiß nicht, können wir ein bisschen anditschen? Mama Allrad rein, dann klappt das auch. Nur Starttasten. So, hier ist auch schon der Händler. Diese Abkürzung würde ich nie wieder zurückfinden. Also wenn ich hier was zu bemängeln hätte an der Karte, dann ist das die Übersicht einfach hier. Das hätte man ein bisschen vergrößern können, das Ganze. Ne? Dann würde man einfach mehr sehen von den Straßen und so, weil so ist es ein bisschen rätseln. Und gerade für mich ist das ja die Hölle. So, da ist das gute Stück. Ist ein bisschen lang, aber dafür kriegen wir auch richtig lange Dinger drauf. So, der bleibt jetzt... Nee, auch falsch. Ihr habt gesagt, der Verkauf ist in der Werkstatt. Da wird wahrscheinlich erst nochmal durchgecheckt. Bin, der ist schon leer jetzt. Gerät muss aufgefüllt werden. Läuft wieder hier. Ich sollte auch mal so ein so ein Dings kaufen. Aber für mich, ich habe so eine Mod gar nicht für so einen mobilen Einsatzdings da. Nee, warte mal, das ist ja kaufen. Das ist dann verkaufen. Genau, weg ist er. Oder habe ich sowas? So einen mobilen Saat-Geschichte. Müsste ja, wenn unter Seemaschine sein. Nee, habe ich nicht. Haben wir nicht. Wir füllen den gleich auf. Ich will das erstmal. Den Anhänger hier dran basteln. Und dafür, dass man hier nicht um Pudding fahren kann, ums Gebäude, ist das hier immer ganz schön eng, ne? Den Sachen raus zu kutschieren. Ich probiere mal, ob er so rumkommt. Ja doch, sieht ganz gut aus. Habt ihr euch jetzt den Weg gemerkt? Von hier und dann links. Unterführung und dann durch. Ich meine, ich probier's mal. Ist doof, dass ich ja mit der Kiste da oben jetzt ganz zurückfahren muss zum Hof. Man könnte auch hier lang fahren, ne? Oh ne, wir nehmen mal den Weg. So, was rechts, bin ich der Meinung. Genau, da am Schuppen vorbei. Der Halle. Klar, ich würde jetzt auch da vorne in den Forst gehen, aber wir haben da jetzt ja angefangen und dann will ich da auch weitermachen.
Was auch ganz geil ist mit Anhänger, ist, wenn du jetzt mal, also wie gesagt, mal nicht auflädst, kannst du halt auch, oder, ja, die, also, das abladen, ne? Du kannst die also schön, wir müssten jetzt, nee, da rein, genau. Die kannst du die, schön stapeln, ne? Also du fährst dann einfach, jetzt die auf und dann packst du die woanders wieder hin. Das geht auch mit dem, ohne dass du die jetzt gleich wieder direkt verkaufen musst. So, jetzt muss ich mal gucken, wo waren wir denn hier? Hier sind ja zum Glück noch unsere Fahrspuren. So, wenn wir jetzt mal gucken. Start aufladen. Hat noch ein Gatter. Achso, das ist dann das da vorne. Okay. Linke Seite lädt er aktuell auf. Achso, da ist der Baum. Gut, da muss man trotzdem erst noch zurechtsägen, ne? Weil der ist ja jetzt nur eine Größe. Okay, der Steier ist fertig, das ist schön. Das Tolle ist, bei der Länge des Anhängers müssen wir nicht so... Im Prinzip ist es ja eh egal. Brennholzpalette füllt sich. Jetzt will ich hier nochmal die Spitze wegnehmen. Da nicht als Spitze erkannt. Na komm, dann bleibt er so. Dann bleibt er so. Und ja. Jetzt müssten wir natürlich da erstmal hochkommen, ne? Ja, ich will das jetzt ausprobieren. Das nervt mich auch gerade mit dem, dass die Anzeige da ist. Aber kriegen das in YouTube. Also mit B ist aufladen, ne? Kann ich es schon mal wieder ausblenden. Ja, hier ist natürlich jetzt der Stumpen im Weg. Elegant dran vorbei. Jetzt noch ein, ich versuche jetzt mal B. So, jetzt haben wir das kleine Stück schon mal mitgenommen. Mal gucken, wie er das hinkriegt jetzt mit den verschiedenen Längen. Der ist auch drauf. Ist das nicht geil? Ich meine, klar, wie gesagt, manchmal lade ich auch ganz gern selbst auf. Aber, ist auch schön gemacht, dass sie so von oben runter plumpsten und es fällt schon was runter. Ach so, ich brauch gar nicht jedes Mal B drücken. Stopp, aufladen. So. Können wir das Ganze ja nochmal angucken. Ja gut, der ist hier wirklich jetzt ein bisschen doof, ne? Dass der da... Ich versuche mal zu schieben. Keine Chance. Keine Chance. Machen wir den erstmal wieder aus. Und springen wir erstmal hier zu ihm. Der ist ja soweit fertig. Das heißt, da kann ich mal den Abfahrer entlassen. Der geht dann auch erstmal nach Hause zum Säubern. Machen wir aber gleich. Und jetzt muss ich mal merken, wo wir dann hier stehen geblieben sind. Ne? So, dann fahren wir mal los. Können wir nicht hier unten zufällig irgendwo auftanken, aber da wahrscheinlich nicht. Was ist denn da hinten? Sieht ihr das? Ach nee, das ist ja nur meine... Mein Heck... mein Mähdrescher. Mann, ich hab's heute echt mit Wörtern. So, war ich ziemlich schnell leer, finde ich, ne, das Teil. Ich werde mich mal darum kümmern, um Sämaschinen. Gerade weil ich auch für die Baltic Profonte nochmal eine brauche, die man öffnen kann mit der Klappe. Und zwar habe ich da was gesehen von Lem.
Lemkin. Und die gefallen mir nicht ganz gut. Gibt es aktuell auf Modhoster. Und da muss ich nochmal durchschauen. Da war sicherlich was dabei, was uns dann gefällt. Also auch dann vielleicht nochmal einen neuen Gruber. Der dürfte schon mal gespannt sein. Geil, wie die Bremse quietschen. Hier müsste ein Schild stehen. Hof. Für Tom. Hof. Stopp. So. Ja, gespannt bin ich dann schon mal, wenn dieser Anhänger erstmal voll ist, ne? Ob man es auch vernünftig wegtransportieren kann. Und wie gesagt, keine Angst für Freunde des manuellen Beladens, das machen wir auch nochmal. Aber ich denke mal so, die erste Partie könnten wir jetzt nochmal so machen, damit das Sägewerk überhaupt mal in Gang kommt. Und ja, müssen wir noch so eine Palettengabel kaufen? Ich glaube, die habe ich aber schon. Ich bin ja nicht ziemlich sicher, die habe ich mir damals schon runtergeladen, als das Sägewerk rausgekommen ist. So. So, werden wir hier die Säcke reinschmeißen, gehe ich nochmal einen Kaffee trinken und danke euch fürs Zuschauen. Ein bisschen wirr heute irgendwie. Aber ich denke, beim nächsten Mal wird es ein bisschen entspannter wieder. Wir legen dann auch los mit dem zweiten Feld, ne? Müssen wir dann noch einsehen. Ich werde dann ein bisschen Holz wegbringen, dass Geld reinkommt. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß es gar nicht, ob wir auch einen direkten Holzverkauf haben oder ob das nur übers Sägewerk läuft. Muss mir nochmal schlau machen. Oder wenn ihr es schon wisst, weil ihr selber spielt. Ich weiß gar nicht, von der spielen die. Könnt ihr es gerne mal reinschreiben, ob man hier am Bahnhof auch die Stämme los wird oder so. Oder ob das nur übers Sägewerk läuft. Ich danke euch fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, YouTube.